Die Gelehrtentragödie. Faust ist ein älterer Akademiker. Er hat verschiedenste Themengebiete studiert und ist inzwischen sogar als Professor tätig. Er hat allerdings ein entscheidendes Problem. Er ist nicht zufrieden mit dem, was er weiß und sucht nach wahrer Erkenntnis. Allerdings hat er das Gefühl, dass ihm neu erlangtes Wissen immer weiter von tieferer Erkenntnis wegführt. Darüber versinkt Faust in Verzweiflung und er beschließt, sich dem Übernatürlichen hinzugeben, um seinen Erkenntnishorizont zu erweitern. Er beschwört einen Erdgeist und studiert den Makrokosmos, gelangt aber auch darüber nur zu der Erkenntnis, die Welt in ihrem Innersten nicht zu verstehen. Im Endeffekt verzweifelt Faust darüber so, dass ihn nur göttliches Eingreifen vor dem Suizid retten kann. In dieser Krise trifft Faust auf Mephisto. In diesem sieht Faust die Möglichkeit, endlich zu tieferer Erkenntnis und Befriedigung zu gelangen. Und so folgt er Mephisto auf eine lange Reise, um seine Ziele endlich zu erreichen. Der Beginn der Gretchen-Tragödie. Faust sieht in der Szene Hexenküche, begleitet von Mephisto, das himmlische Bild in einem Zauberspiegel, der die Begierde des Faust nach der perfekten Frau zeigt. Mephisto verspricht ihm, durch den Trank der Hexe diese ideale Frau in dem ersten Weibe, das er erblickt, zu sehen. Durch die Anspielung Mephistos auf Helena von Troja wird die krankhafte, egoistische Liebessucht, die die unabwendbare Katastrophe einleitet, bereits benannt. Die Gretchen-Tragödie behandelt die Sünde Gretchens. Zwei Höhepunkte sind die Einverständnis Gretchens zu einer Liebesnacht mit Faust. Um ungestört sein zu können, stimmt sie zu, ihrer Mutter einen Trank einzuflößen. Ziel des Trankes ist es, für eine kurze Weile ungestört zu sein. Jedoch sorgt der Trank nicht wie geplant dafür, dass die Mutter für eine kurze Zeit einschläft, sondern bewirkt ihren Tod. In der dann folgenden Liebesnacht wird Gretchen schwanger. Anschließend tötet sie ihr Kind aus Verzweiflung. Das Ende der Gretchen-Tragödie wird mit der Szene Kerker eingeführt.